Servus, es gibt viele Campingstühle auf dem Markt. Warum es so wichtig ist, den richtigen für dich zu finden und welche Varianten es gibt, die Vor- und Nachteile, das zeige ich dir in diesem Video. Bleib dran. Der Richtige oder den Richtigen zu haben, ist wirklich sehr wichtig, weil da setzt ihr doch die meiste Zeit drauf und es soll ja entspannt sein und nicht unangenehm werden. Es gibt ja so viele auf dem Markt, wenn man da mal schaut. Die Campingstühle, die ich euch zeige, die verwende ich ausschließlich selber. Ganz kurz in eigener Sache, ich habe einen Shop unten in der Infobox verlinkt, das ist ein Amazon-Shop und der macht euch die Suche nach gewissen Artikeln leichter. Zum einen habe ich die Sachen drin, die ich in dem Video vorstelle und zum zweiten habe ich oder werde ich Pakete zusammenschnüren, wenn es zum Beispiel ums Thema Bushcraft und Camping geht. Dort ist dann alles aufgelistet, was ich in dem Video zeige oder was ich euch empfehlen kann, so dass, wenn ihr zum Beispiel Anfänger seid in der Bushcraft-Tour, nichts mehr fehlt an Ausrüstung. Das heißt, ihr müsst euch das nicht zusammensuchen, sondern habt alles auf einen Blick. Schaut auf jeden Fall mal rein. Anfangen möchte ich mit dem kleinsten Stuhl, den ich habe. Das ist ein Hocker. Ja, Packmaß ist natürlich super, passt auch gut in den Rucksack rein und aufbauen. Das ist überhaupt kein Thema, das geht ratzfatz. Ja, und dann hat man so 38 cm Sitzhöhe und kann da bequem sitzen. Ich nutze den als Fußhocker, weil ich ihn sowieso immer dabei habe. Und was man auch machen kann, das zeige ich euch jetzt und das wissen wirklich sehr wenige. So, natürlich kann man zum einen hier so ganz angenehm sitzen. Das ist für die kurze Zeit auch okay. Aber was man damit eben auch ganz speziell machen kann, und das finde ich super, wenn man sich auf den Boden setzt und den hier hinten so schräg anlehnt, dann hat man eine mega Rückenlehne. Und wenn man natürlich dann eine Unterlage darunter macht, dann hat man einen richtigen bequemen Sitz. Also kann man es aushalten. Und wie ich den sonst nutze, das zeige ich euch dann gleich noch. Ja, als nächstes zeige ich dir mal diesen Einstiegscampingstuhl. Den kennt man bestimmt von Gärten oder Festivals, sieht man immer wieder. Der ist hier jetzt in dem Fall von Fritz Berger und kostet knapp 20 Euro, im Angebot manchmal sogar nur 15. Da habe ich ihn mir gekauft, auch deswegen, ja, weil ich halt eben mehr oder weniger mit dem Dachzelt damals Anfänger war und fand die Idee ganz gut, weil er hat einen großen Vorteil, dieser Stuhl hier, und zwar das schnelle Aufklappen. Das heißt, du bist irgendwo und kannst dich rucki-zucki ganz bequem niederlassen. Tipptopp von der Geschwindigkeit des Aufbauens auf jeden Fall. Ja, hier hast du einen kleinen Getränkehalter, was man auch sieht, und die Armlehnen, die auch relativ bequem sind, die kannst du nach oben oder noch ein bisschen weiter nach unten verstellen. Mehr Features hat dieser Stuhl nicht. Wie gesagt, das Tolle an dem ist eben das schnelle Auf- und Zuklappen. So, jetzt der kleine Nachteil bei dem Stuhl. Man sitzt nicht allzu bequem. Vielleicht sollte man sich hier unten im unteren Rückenbereich ein Kissen reinmachen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Kann ich den von Sitzqualität oder Komfort nicht so empfehlen. So, an dieser Stelle nochmal gezeigt, wofür ich den Hocker noch benutze, ist eben für die Füße zum Ablegen. Und dann wird sogar dieser Stuhl hier ein bisschen bequemer. Was auch noch ein Vorteil ist bei diesem Stuhl, ist die Sitzhöhe. Denn bei der Sitzhöhe hat man natürlich einen bequemen Platz auf einer normalen Campingtischhöhe, also normal zu essen dann. Das ist auch ein Vorteil bei diesem Stuhl hier. Ja, kurz gesagt, für Leute, die jetzt gerade anfangen, Camping zu machen, die können bei dem Stuhl eigentlich nichts falsch machen. Denn der Preis ist wirklich mehr als akzeptabel. Dieser Stuhl hier, das ist der bei mir am meist verwendete Stuhl. Den habe ich schon seit ewigen Jahren. Und es gibt von diesem baugleich etliche Firmen, deswegen muss ich die nicht explizit erwähnen hier. Das ist egal, weil manchmal gibt es die dann einfach gar nicht mehr und dann heißt der Hersteller wieder anders. Also von dem her ist das völlig wurscht. Was mich bei diesem Stuhl hier so begeistert ist, zum einen mal das Packmaß, das Gewicht. Also man hat normalerweise auch einen Tragegurt dabei und kann man sich leicht umhängen und irgendwo an einen gemütlichen Platz gehen für unterwegs oder einen Rucksack stopfen. Kein Gewicht und ja, man kann dann einfach gemütlich, zum Beispiel mache ich gerne an der Isar sitzen oder an anderen Gewässern. Top Sache, kannst du ein Schwimmbad mitnehmen. Natürlich für ein Camping auch super, weil er im Auto überhaupt keinen Stauraum braucht. Und deswegen ist dieser und noch eine Version, also von der baugleichen Art, bei mir immer im Auto dabei. Ich baue den mal eben auf.
Also bei diesem Stuhl hier habe ich im Wald verwendet etc. Wie schon gesagt, das ist der meistgenutzte Stuhl von mir. Es gibt auch Tische, die so hoch sind als Beistelltisch oder so. Dann kannst du deinen Kaffee draufstellen oder deinen Kocher und so weiter. Genau, hier eine kleine Tasche fürs Handy und auf der anderen Seite auch nochmal. Kann ich sehr empfehlen. Alleine schon der Preis ist in Ordnung, das Gewicht und das Packmaß. Also ein kleines Auto hast oder nicht viel Platz. Den kannst du immer mitnehmen. Vor- und Nachteil bei dem Stuhl. Der Vorteil ist die niedrige Sitzhöhe wegen dem bequemen Sitzen halt. Und der Nachteil ist die niedrige Sitzhöhe. Warum das? Wenn du einen nicht verstellbaren Tisch zum Essen hast draußen beim Camping, dann ist es blöd, weil der ist dann doch relativ hoch. Für Leute, die keinen Platz haben und geringes Gewicht mögen, ist der Stuhl optimal geeignet. Ein wirklich guter Kompromiss zu dem Stuhl, was ich gerade gezeigt habe eben und den Fritz Berger, ist dieser hier vom Packmaß, Gewicht und der Sitzhöhe. Und nicht nur das, die Lehne. Aber ich baue ihn einfach mal auf und werde dazu ein bisschen was sagen. Die Tasche ist dabei, wie ihr schon gesehen habt, man kann den hier leicht umhängen. Das ist die Sitzfläche, die rollt man da einfach mal so zusammen, wenn man es einpacken möchte. Besteht dann noch aus einem Nacken- oder Kopfkissen, das man auch von der Höhe verstellen kann. Hier ist eine Eisenstange drin, also eine Alustange, also das kann man nicht nochmal kleiner falten. Das ist halt so. So, und da möchte ich aber was dazu sagen, wegen dem Aufstellen. Das ist zum Beispiel ein kleiner Nachteil hier. Ich habe jetzt da ein extra Gummiband drum. Wenn man es nämlich jetzt abnimmt, dann sieht man, dass das relativ fix rausspringt. Das ist dann ein bisschen wutzelig, wenn man das rausnimmt und dann gleich das rausfällt. Ja, kann praktisch sein, aber es kann auch auf die Finger klatschen. Das ist mir tatsächlich schon passiert. Einmal auf der Rückseite zuerst. Sind überall so kleine Schlaufen dran, damit man es ein bisschen leichter hat. Und dann schlürft man das da so rein. Also wirklich nicht gerade schwer, das zu machen. Und hier genauso. Und schon steht dieser Stuhl, ist bezugsfertig. Die Tasche hier kann dann zusätzlich noch eingehakt werden. Das mache ich halt überhaupt nicht. Aber es ist ganz praktisch, wenn man dann seine Kochsachen vielleicht oder was man auch da eben mit rumschleppen möchte, da rein tun möchte. Ja, genau. Toll. Ist ganz schön heiß heute. Jetzt sitze ich bequem da. Top Sache. Super Kompromiss. Mit der Sitzhöhe kann man leicht an einem normalen Campingtisch auch essen. Das ist überhaupt kein Thema. Hat hier noch eine Handytasche und kannst also zwei Taschen. Was ich sagen möchte ist, was ich nur empfehlen kann, ist, wenn man den Stuhl bekommt, dann ist das sehr straff zum Aufbauen. Einfach mal aufbauen und vielleicht einen Tag stehen lassen, dann geht das um einiges leichter. Hier sieht man die Stütze da oder das Kopfkissen, Nackenstütze, kann man verschieben. Da ist noch ein kleines Gimmick versteckt und zwar kann man da so sein Handtuch drüber hängen und trocknen lassen oder in eine Hose oder Socken, was auch immer. Zum Schluss kommt immer das Beste. In dem Fall habe ich den besten Stuhl zum Schluss aufgehoben. Das ist der vom Campwerk, der Rocker. Der Vorteil ist die gute Sitzhöhe, die Bequemlichkeit. Ja, das Gewicht ist jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, wiegt schon ein bisschen was und das Packmaß ist auch nicht das kleinste. Aber dafür zum einen mal schnell aufgebaut und zum anderen äußerst bequem. Die Schnur aufmachen und schon steht das Dingens. Hier vielleicht nochmal ein bisschen aufpassen beim Hinsetzen, nochmal auseinanderdrücken und dann steht sich dem nichts im Wege. So, und der ist halt extrem bequem, weil wie ihr seht, kann man oder ist das halt ein Schaukelstuhl. Hat natürlich auch einen Getränkehalter und ein kleines Tascherl fürs Handy. Ja, Wahnsinn. Diese Federn hier und der gesamte Stuhl sind äußerst stabil. Da fehlt sich an nichts. Richtig klasse. Und mit dem Fußhocker kombiniert, kann man es da wirklich mega gut aushalten. Auch wenn es jetzt gerade extrem heiß ist. So, der hat das Rücken-Mesh hier, damit ein bisschen Luft dran geht. Bei der Hitze ist das optimal. Im Winter würde ich dann vielleicht ein Fell drauflegen oder eine Isomatte oder so. Comfort Pro Rocker. Ja, super geil. Hier sieht man nochmal das Federsystem. Da sitzt du halt wie der König, keine Frage. Es schaut fast so aus, als wenn sich was schnell zusammenbrauen würde. Ich hatte tatsächlich schon ein Video fertig gemacht. Das zeige ich euch jetzt mal kurz.
Und natürlich das Zusammenfalten ist auch super easy. Dann habe ich diesen Campingstuhl. Das ist tatsächlich der von Berger. Der ist ultra. Wie ihr gesehen habt, war das unmöglich. Konnte ich nicht verwenden. Der Hintergrund war viel zu laut. Vor- und Nachteil von diesem Stuhl. Ja, der Vorteil ist auf jeden Fall schon mal die Bequemlichkeit des Sitzen, dass man schaukeln kann und einfach einen mega genialen Sitzplatz hat. Der Nachteil vielleicht eher das Packmaß, aber wenn man Platz hat im Fahrzeug, ist das kein Thema. Zum Wandern kann man ihn natürlich nicht mitnehmen, den Stuhl hat man ja gesehen. Das geht dann nicht, aber ansonsten eine absolut top Geschichte. Und wie immer, ich bin immer zufrieden mit Campwerk, eine klasse Sache. Hier nochmal der ganz kleine, den man als Fußhocker, als Rückenlehne oder als normalen Hocker benutzen kann. Wenig Gewicht, kein Platzverbrauch. Absolutes Highlight, der Stuhl, wo man immer sitzen kann, den man immer mitnehmen kann, der halt eben bequem ist, wie ich schon gezeigt habe, platzsparend. Der gute Kompromiss dazu, platzsparend und trotzdem sehr bequem, optimale Sitzhöhe. Der Einsteigerstuhl und in dem Fall der Chef des Ganzen. In dem Fall sind wir schon am Ende des Videos. Ihr könnt jetzt einfach ausschalten danach und ich muss die ganzen Stühle erstmal wieder zusammenfalten. Dann auf jeden Fall vergesst die Glocke nicht und das Abo dazulassen. Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, ich konnte euch auch einen kleinen Überblick verschaffen, dass die Kaufentscheidung, die Anschaffungsentscheidung etwas leichter fällt. Dann macht es gut draußen, viel Spaß in der Natur. Wir sehen uns auf meinem Kanal irgendwann demnächst. Macht es gut, Servus, ciao.